Hallo, hier ist wieder Dr. Psi. Heute beschäftigen wir uns mit der Reihenschaltung von Spule, Kondensator und ohmschem Widerstand im Wechselstromkreis. Zu Beginn wiederholen wir kurz die elektrischen Eigenschaften der genannten Bauelemente und ihr Widerstandsverhalten im Wechselstromkreis. Dann simulieren wir eine Reihenschaltung dieser Elemente und untersuchen, wie sich eine Glühlampe als ohmscher Widerstand in diesem Zusammenhang, in dieser Schaltung verhält. Im Zusammenhang mit dieser Reihenschaltung wird auch der Begriff Siebkreis behandelt und näher erläutert. Zum Schluss fassen wir wie üblich das Gelernte zusammen. Wir sehen hier einen Wechselstromkreis mit Reihenschaltung aus ohmschem, induktivem und kapazitivem Widerstand. Der ohmsche Widerstand wird hier durch eine Glühlampe repräsentiert. Es liegt nun eine Wechselspannung U an und diese Spannung teilt sich auf, und zwar an den Widerständen entsprechend einer Spannung an der Glühlampe, an dem ohmschen Widerstand UR, eine Spannung an dem induktiven Widerstand UL und eine an dem Kondensator UC. Die Gesamtspannung ist die Summe der drei gegeneinander phasenverschobenen Teilspannungen. Die Stromstärke ist in einem Reihenkreis an allen Stellen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.